Im biologischen Sinne ist Mutter, wer die Eizelle beigetragen hat, aus der der Embryo entstanden ist. Da die moderne Reproduktionsmedizin es möglich macht, Eizellen und Embryonen zu übertragen, kommt es vor, dass an ein und derselben Schwangerschaft mehrere Frauen beteiligt sind. Im sozialen und psychologischen Sinne ist Mutter, wer einem Kind Mutterliebe entgegenbringt und damit die Grundlage dafür schafft, dass das Kind seine meist erst emotionale Bindung an einen anderen Menschen herstellen kann. Damit verbunden in der Regel die Pflege und Erziehung des Kindes, häufig auch Verantwortung für die Ausbildung. Da die soziale Mutterschaft nicht zwingend an die biologische Mutterschaft gebunden ist, kann ein Kind auch mehrere Mütter haben, etwa in einer Regenbogen- oder Patchwork-Familie oder als Adoptivkind oder wenn es von seiner Großmutter aufgezogen wird. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic. Mary Beth Roe wurde am 11. September 1942 als Tochter von Ruth und Elton Lewis Roe in der kleinen Stadt Duanesburg, New York, geboren. Es gibt nur wenige Informationen über ihre Kindheit und Jugend. Während eines Teils dieser Zeit war Mary Beths Vater im Zweiten Weltkrieg im Übersee eingesetzt, während ihre Mutter arbeitete. Da beide Elternteile häufig abwesend waren, wurde Mary Beth gelegentlich unter Verwandten umhergeschoben. Ein älterer Verwandter sagte ihr, sie sei ein unerwünschtes, zufälliges Kind. Als ihr kleiner Bruder in die Pubertät kam, sagte Mary Beth zu ihm, sie wollten dich, nicht mich. Nach Beendigung seines aktiven Dienstes arbeitete Mary Beths Vater als Maschinenführer in einem nahegelegenen Werk von General Electric, dem damals größten Arbeitgeber in der Region. Als Erwachsene behauptete sie einmal, ihr Vater habe sie als Kind missbraucht. Bei einer polizeilichen Befragung im Jahr 1986 erzählte sie einem Ermittler, dass ihr Vater sie geschlagen und in einen Schrank gesperrt habe. Vor Gericht bestritt sie, dass ihr Vater böse Absichten hatte. »Mein Vater hat mich mit einer Fliegenklatsche geschlagen«, sagte sie vor Gericht, »weil er Arthritis hatte und seine Hände nicht mehr gut zu gebrauchen waren. Und als er mich in meinem Zimmer einsperrte, dachte er wohl, ich hätte es verdient.« Mary Beth war eine durchschnittliche Schülerin an der Duanesburg High School, die sie 1961 abschloss. Nach der High School arbeitete sie in verschiedenen schlecht bezahlten, ungelernten Jobs. Schließlich entschied sie sich für eine Stelle als Pflegehelferin im Ellis Hospital in Schenectady, New York, 10 Meilen nördlich von Duanesburg. Im Jahr 1963 lernte Mary Beth Joseph Tinning bei einem Blind Date kennen. Sie heiratete 1965 und ihr erstes Kind Barbara wurde im Mai 1967 geboren, gefolgt von Joseph Jr. im Januar 1970. Im Oktober 1971 starb Mary Beths Vater an einem Herzinfarkt. Im Jahr 1974 wurde Joseph mit einer fast tödlichen Barbiturat-Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Später gaben er und Mary Beth zu, dass sich ihre Ehe zu diesem Zeitpunkt in schweren Turbulenzen befand. Dies führte dazu, dass die Barbituratpillen, die sie von einem Freund mit einer epileptischen Tochter erhalten hatte, in Josephs Traubensaft gab. Er lehnte es ab, Anzeige gegen sie zu erstatten. Am 26. Dezember 1971 wurde das dritte Kind der Tinnings, Jennifer, im St. Clair's Hospital geboren. Sie hatte eine hämorrhagische Meningitis und mehrere Hirnabszesse, die sich in der Gebärmutter entwickelt hatten. Sie lebte nur eine Woche und verließ das Krankenhaus nie. Sie starb am 3. Januar 1972. 2 Wochen nach Jennifers Tod brachte Tinning den 2-jährigen Joseph Jr. in die Notaufnahme des Ellis Hospitals in Schenectady und behauptete, er habe einen Krampfanfall erlitten und sei an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Die Ärzte stellten keine Beschwerden fest.
Er blieb mehrere Tage zur Beobachtung im Krankenhaus und wurde dann entlassen. Am 20. Januar, nur wenige Stunden nach seiner Entlassung, brachte Mary Beth ihn erneut in die Notaufnahme. Bei seiner Ankunft war er tot und sein Tod wurde auf einen Herz-Lungen-Stillstand zurückgeführt. Mary Beth genoss sichtlich die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl ihrer Gemeinde, die sie nach dem schweren Schicksalsschlägen aufbauen und unterstützen wollte. Am 1. März brachte Mary Beth die inzwischen fast 5-jährige Barbara ins Alice Hospital, weil sie Krämpfe bekommen hatte. Am nächsten Tag starb sie. Nachdem sie mehrere Stunden lang im Koma gelegen hatte und ihr Tod wurde dem Ray-Syndrom zugeschrieben. Am 22. November 1973 brachte Tinning gegen den Rat ihres Arztes ihren Sohn Timothy zur Welt. Am 10. Dezember wurde er tot ins Krankenhaus zurückgebracht, nachdem er auf mysteriöse Weise erkrankt war. Tinning erzählte den Ärzten, sie habe ihn leblos in seinem Bettchen gefunden. Die Ärzte führten seinen Tod auf das plötzliche Kindstodsyndrom zurück. Im März 1975 wurde Tinnings fünftes Kind, Nathan, geboren. Im Herbst starb er im Auto, als sie mit ihm unterwegs war. Im August 1978 adoptierten die Tinnings den neugeborenen Michael. Am 29. Oktober brachte Mary Beth ihr sechstes Kind Mary Frances zur Welt. Im Januar 1979 eilte sie mit der Behauptung, sie habe einen Anfall gehabt, in die Notaufnahme, die sich direkt gegenüber ihrer Wohnung befand. Das Personal konnte sie wiederbeleben und meldete plötzlichen Kindstod. Einen Monat später kam Mary Frances erneut ins Krankenhaus, als sie einen Herzstillstand erlitt. Sie wurde wiederbelebt, hatte aber irreversible Hirnschäden. Sie starb 2 Tage später, nachdem die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt worden waren. Das 8. Kind der Tinnings, Jonathan, wurde im Herbst 1979 geboren. Er starb im März 1980, nachdem er 4 Wochen lang in Albany an den lebenserhaltenden Maßnahmen hing. Im Februar 1981 stürzte Michael die Treppe hinunter und erlitt eine Gehirnerschütterung. Am 2. März brachte Tinning ihn zum Arzt, weil er nicht mehr aufwachte. Als sie dort ankam, war er bereits tot. Da er adoptiert war, wurde die lange vermutete Annahme, dass die Todesfälle in der Familie Tinning genetischen Ursprungs waren, verworfen und in der Gemeinde munkelte man, dass die Tode der Kinder keine Zufälle sein konnten. Tammy Lynn wurde am 22. August 1985 geboren und starb am 20. Dezember an den Folgen des Erstickens. Erst jetzt wurden die Behörden aktiv. An diesem Tag erhielten die Tinnings Besuch von Betsy Mannix vom Sozialamt und von Bob Imfeld von der Polizei in Schenectady, die den Tod von Tammy Lynn untersuchten. Es fiel auf, dass Mary Beth sich seltsam verhielt und ihre Kinder mehr als Spielzeuge statt liebesbedürftige Wesen betrachtete. Die Todesursachen der Kinder wurden unterschiedlich angegeben, als natürlich, unbestimmt oder plötzlichen Kindstod. Nach dem Tod von Tammy Lynn wurden 6 Autopsien der Kinder durchgeführt, die jedoch keine Anzeichen von Misshandlung ergaben. Vor dem Tod von Tammy Lynn gab es keinen Verdacht in der Reihenfolge der Todesfälle. Es waren so viele von uns daran beteiligt, denke ich, sagt Dr. Robert L. Sullivan, Schenectady County's Chief Medical Examiner. Wenn jemand fahrlässig ist, dann bin ich es wohl. Wahrscheinlich hätte ich sagen sollen, da muss noch mehr dahinter stecken, aber wir alle denken und tun es nicht. Mary Beth und Joseph Tinning wurden getrennt voneinander zum Schenectady Police Department gebracht, um dort zum Tod von Tammy Lynn befragt zu werden. Während des Polizeiverhörs unterzeichnete Mary Beth ein Dokument, in dem sie gestand, Tammy Lynn, Timothy und Nathan ermordet zu haben. Sie wurde verhaftet und des Mordes an Tammy Lynn angeklagt. Mary Beth behauptete später, dass ihr Geständnis unter Zwang zustande gekommen sei, dass die Polizei sie bedroht habe und dass ihre wiederholten Bitten um einen Anwalt abgelehnt worden seien. Dr. Michael M. Baden, der leitende forensische Pathologe und Mitglied des forensischen Spezialeinheit der New York State Police, stellte fest, dass Tammy Lynns Tod auf Ersticken zurückzuführen war. Nachdem Mary Beth wegen des Mordes angeklagt wurde, erklärten die Beamten, dass sie den Tod der 8 anderen Tinning-Kinder als verdächtig ansahen. Mary Beth Tinning zahlte eine Kaution von $100.000 und wurde bis zu ihrem Verhandlungstermin aus der Untersuchungshaft entlassen.
Der Mordprozess gegen Tinning begann am 22. Juni 1987 vor dem Schenectady County Court. Dr. Bradley Ford, der Kinderarzt von Tammy Lynn, sagte im Namen der Anklage aus, dass Tinning seinen Vorschlag abgelehnt habe, aufgrund der früheren Todesfälle ihrer Kinder ein spezielles Alarmgerät zu installieren, das die Überwachung der Atmung und der Herzfrequenz des Babys ermöglicht. Zwei weitere Zeugen der Anklage, Dr. Marie Valdes de Pena von der Plötzlichen Kindstod Foundation und der Gerichtsmediziner von Schenectady County, Thomas Oram, sagten aus, dass sie zu dem Schluss gekommen waren, dass Tammy Lynn mit einem weichen Gegenstand erstickt wurde. Nach dem sechswöchigen Prozess berieten sich die Geschworenen 23 Stunden lang an drei Tagen und befanden Tinning in einem Punkt des Mordes zweiten Grades für schuldig. Während der Beratungen verlangten die Geschworenen eine Wiederholung von Josephs Aussage, in denen er das angebliche Geständnis seiner Frau gegenüber der Staatspolizei schilderte. In seiner Aussage sagte Joseph, dass er nach der polizeilichen Befragung ein fünfminütiges Gespräch mit seiner Frau hatte, in dem sie ihm sagte: "Ich habe Tammy getötet." Mary Beth wurde von der siebenköpfigen Jury vom Vorwurf der vorsätzlichen Herbeiführung des Todes des Säuglings freigesprochen, aber wegen Mordes in Tateinheit mit verwerflicher Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben verurteilt. Tinning legte ihre Hände über ihre Augen und schluchzte leise, als das Urteil verkündet wurde. Joseph sagt später: "Ich glaube immer noch, dass sie unschuldig ist." Richter Clifford Harrigan hob Tinnings Kaution in Höhe von $100.000 auf und ordnete an, dass sie bis zur Urteilsverkündung im Gefängnis von Schenectady County festgehalten wird. Tinning erhielt eine Strafe von 20 Jahren bis lebenslänglich, 5 Jahre weniger als die Höchststrafe für dieses Verbrechen. Sie wurde in der Bedford Hills Correctional Facility for Women inhaftiert. Sie legte Berufung ein mit der Begründung, ihr Geständnis sei nicht freiwillig erfolgt und ihre Verurteilung sei nicht durch ausreichende Beweise gestützt. Im Jahr 1988 wurde ihre Berufung von der Berufungsabteilung des Obersten Gerichtshofes des Staates New York abgewiesen. Tinnings erster Versuch, auf Bewährung entlassen zu werden, fand im März 2007 statt. Bei der Sitzung des Bewährungsausschusses sagte Tinning: "Ich muss ehrlich sein und das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich weiß, dass meine Tochter tot ist. Ich lebe jeden Tag damit. Ich kann mich nicht daran erinnern und ich kann nicht glauben, dass ich ihr etwas angetan habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen." Ihre Bewährung wurde abgelehnt. Ende Januar 2009 ging Tinning zum zweiten Mal vor den Bewährungsausschuss. Sie erklärte, sie habe schlechte Zeiten durchgemacht, als sie ihre Tochter tötete. Der Bewährungsausschuss lehnte ihre Bewerbung erneut mit der Begründung ab, dass ihre Reue bestenfalls oberflächlich sei. Im Januar 2011 kam Tinning erneut für eine Bewährung in Frage. Bei dieser Anhörung sagte Tinning: "Nach dem Tod meiner anderen Kinder habe ich einfach den Verstand verloren. Ich wurde zu einem beschädigten, wertlosen Stück Mensch. Und als meine Tochter noch klein war, glaubte ich in meinem damaligen Geisteszustand einfach, dass ich sie auch töten müsste. Also habe ich es einfach getan." Bei dieser Anhörung wurde Tinning von Mitarbeitern des Georgetown University Law Center und von Menschen, mit denen sie im Gefängnis zusammengearbeitet hatte, unterstützt, die sie als die liebevollste, großzügigste und fürsorglichste Person, die sie je kennengelernt haben, bezeichneten. Aufgrund ihrer mangelnden Reue wurde ihr die Bewährung verweigert. Bei ihrem nächsten Auftritt vor dem Bewährungsausschuss im Jahr 2013 sagte sie, als sie zu dem Mord an Tammy Lynn befragt wurde: "Es ist nur, ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, ich weiß, dass ich es getan habe, aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Es gibt keinen Grund." Der Bewährungsausschuss erklärte: "Dies war ein unschuldiges, verletzliches Opfer, das Ihnen als Mutter anvertraut wurde. Und Sie haben dieses Vertrauen auf bösartige Weise verletzt und den sinnlosen Verlust dieses jungen Lebens verursacht." Der Ausschuss sagte dann: "Eine Freilassung nach Ermessen würde die Schwere des Verbrechens so herabsetzen, dass der Respekt vor dem Gesetz untergraben würde, da sie ihre eigenen Interessen über die der Jugend der Gesellschaft stellen." Tinnings nächste Chance auf Bewährung war im Februar 2015. Der Bewährungsausschuss lehnte ihre Freilassung erneut ab.
da er der Meinung war, dass sie weiterhin kein Verständnis oder Reue für die Tötung ihres Kindes zeigte. Im Januar 2017 wurde ihr die Bewährung zum sechsten Mal verweigert. Die 76-jährige Tinning wurde am 21. August 2018 auf Bewährung entlassen, nachdem sie 31 Jahre verbüßt hatte. Ihr Ehemann Joseph, der sie während ihrer gesamten Haftzeit unterstützt hatte, war bei ihrer Entlassung anwesend. Als Teil ihrer Entlassung wurde angeordnet, dass Tinning für den Rest ihres Lebens unter Bewährungsaufsicht stehen muss. Ein Sprecher des Department of Corrections erklärte, dass Tinning in Schenectady County lebt. Sie hat eine Ausgangssperre und muss eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt besuchen. Der Sender HBO berichtete über den Fall Tinning in der ersten Folge der Krimi-Doku-Serie Autopsy mit dem Untertitel Autopsy – Confessions of a Medical Examiner. Nach dem Tod des neunten Kindes fordert Dr. Michael Baden die Akte aller Autopsieberichte der Kinder an. Seine Ergebnisse bringen Tinning schließlich vor Gericht. Er gibt seine Analyse ihrer Geschichte deutlich als im Einklang mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom wieder. Der Sender Investigation Discovery behandelte Tinnings Fall in der forensischen Serie Most Evil mit dem Untertitel Most Evil Murderous Women, Staffel 1, Episode 3. In dieser Folge untersucht der forensische Psychiater Michael H. Stone, was Frauen, die töten, motiviert. Der Fall Tinning zeigt einen der markanten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Mördern. In dieser Folge verwendet Dr. Michael Stone, forensischer Psychologe an der Columbia University, seine eigene Skala für psychische Gesundheit von 1 bis 22, wobei 22 die gefährlichste Einstufung ist. Dr. Stone stuft Tinning auf Stufe 7 ein, hochgradig narzisstisch und aufmerksamkeitssuchend. Er legt detailliert dar, wie er zu seiner Einschätzung kommt, die zu Tinnings Einstufung führt. Das Investigation Discovery Network veröffentlichte eine weitere Folge der Doku-Drama-Serie Deadly Women, in der die Tragödien, die jedes ihrer Kinder erlebt hat, offengelegt werden. Die Episode trägt den Untertitel Deadly Women Sacrifice Their Blood, Staffel 5, Episode 9. Zunächst versucht die örtliche Gemeinde, sie zu verstehen und ihr Mitgefühl zu zeigen. Sie hatte schließlich schwere Schicksalsschläge erlitten. Als sie mit dem Tod ihres neunten Kindes jedoch einen Schritt zu weit ging, schlug die Sympathie der Gemeinde in Wut und Bitterkeit um und rief die Behörden zum Handeln auf. Mary Beth Tinning genoss es, schwanger zu sein, war aber nicht in der Lage, sich liebevoll um ihre Kinder zu kümmern. Schreiende Kinder fand sie abstoßend, Füttern und Wickeln empfand sie als Ballast. Auch wenn es noch offene Fragen gibt, wie zum Beispiel, ob der Tod ihres ersten Säuglings tatsächlich ein tragischer Unfall war und dadurch etwas in Marybeth ausgelöst wurde? Oder warum hat ihr Ehemann sie trotz eines zugegebenen Mordversuches an ihm und mindestens drei Morde an ihren Kindern bis zum Schluss unterstützt? Warum wurde er nie angeklagt? Dieser Fall erzeugt ungläubiges Kopfschütteln, aber in einem sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Manche Frauen verdienen es nicht, Mutter genannt zu werden. Come little children, the time's come.